Zebra Vision wird Ihnen präsentiert von Schauinslandreisen. Ihr Duisburger Reisespezialist für weltweiten Traumurlaub seit beinahe 100 Jahren. Eigentlich hat die Vorbereitung für die Kicker von Viktoria Buchholz noch gar nicht begonnen. Ein Teil der Truppe traf sich aber dennoch kurz nach dem Jahreswechsel zum gemeinsamen Budenzauber. Nicht nur, weil es sich bei den Temperaturen in der Halle angenehmer spielt, sondern auch, um nach der Winterpause wieder in den Rhythmus zu kommen. Denn nächste Woche steht für die Landesligisten ein ganz besonderes Spiel auf dem Plan. Nämlich der Testkick gegen den großen MSV Duisburg. Ein absolutes Highlight für jeden Buchholzer Amateurkicker. Wir wollen Spaß haben. Wir wollen einfach Spaß haben, gegen den MSV zu spielen. Das ist natürlich für alle was Besonderes. Das ist das erste Mal für die meisten von uns. Einige haben schon mal gegen den MSV gespielt, bei anderen Vereinen oder auch in der Jugend öfter mal gegen den MSV, aber gegen so Profis, sich zu zeigen, wo man so steht. Wir wollen uns einfach mal testen und zeigen. Ja, haben wir auf jeden Fall Bock drauf. Zwar ist das Kräftemessen mit dem MSV nur ein Test, der Ehrgeiz, den Spitzenreiter der dritten Liga zu ärgern, ist aber natürlich trotzdem enorm. Ja, wir gehen jetzt also nicht ins Detail und wir machen da vorher keine MSV Duisburg-Analyse. Also wir gehen da total locker dran. Also wir gehen da auf jeden Fall fokussiert dran und zielstrebig dran. Aber Vordergrund steht natürlich der Spaß und dass wir uns da vernünftig präsentieren, auch für den Verein Viktoria Buchholz. Und dass wir dann schon versuchen, da natürlich eine kleine Duftmarke zu setzen. Wie weit das natürlich klappt, ist relativ. Ärgern wäre trotzdem schön, ne? Ärgern ist immer schön. Bei allem emotionalen Wert, den das Gastspiel bei den Zebras für die Landesligisten aus Buchholz hat, so liegt der Fokus doch bereits auf der Rückrunde. Mit 15 Punkten aus 18 Spielen belegt Viktoria aktuell den vorletzten Tabellenplatz. Ein Zustand, den man in der Rückserie schleunigst ändern möchte. Ja, wir werden natürlich in der Vorbereitung, so wie wir es auch in der Hinrunde in der Vorbereitung, in der Sommervorbereitung gemacht haben, werden wir natürlich hart arbeiten. Einige Konditionseinheiten sind natürlich dabei, aber wir haben eine sehr junge Mannschaft, eine hungrige Mannschaft. Wir versuchen immer möglichst viel mit dem Ball zu machen. Ist ja auch sehr veraltet, noch in den Wald zu gehen etc. Also wir legen da natürlich sehr viel Wert auf Ballarbeit, aber nichtsdestotrotz kann man da natürlich dann auch den Grundstein legen für eine hoffentlich erfolgreiche Rückrunde. Wer sehen möchte, wie sich die Viktoria Buchholz gegen den MSV schlägt, der kann am Dienstag, den 10. Januar ab 18.30 Uhr live dabei sein. Der Eintritt ist natürlich frei. Während bei den einen der Ball in der Halle rollt, stehen die anderen schon wieder auf dem Rasen. Am Dienstag hat Chefcoach Ilija Gruev seine Zebras zum Trainingsauftakt 2017 gebeten und zeigte sich nach der ersten 90-minütigen Einheit in diesem Jahr sehr zufrieden. War sehr gut. Ich habe mich auch erstmal gefreut, die alle Spieler und mein Trainerteam zu sehen. Und wir haben auch kurz gesprochen, was vor uns liegt, wie wir das in Vorbereitung angehen. Und ich bin froh, dass alle gesund sind und Jungs haben mir richtig Gas gegeben. Mütze und Handschuhe können sich die Zebras bald sparen. Nächste Woche Donnerstag heißt es für den MSV nämlich auf nach Portugal. Dort bezieht der Tabellenführer der dritten Liga sein 8-tägiges Trainingslager, um sich optimal auf den Rückrundenstart vorzubereiten. Ja, das wird auch erstmal sehr gute Bedingungen haben. Wir haben auch heute Wettervorhersage gesehen. Da ist auch momentan sind 15 Grad sonnig und das ist auch wichtig für uns, dass wir auch uns spielerisch da vorbereiten können für die Rückrunde. Da werden wir auch drei Spiele, Freundschaftsspiele haben gegen Stuttgart, einen starken Gegner, wo man auch natürlich sich messen kann und auch viele Sachen zu verbessern sind. Wenn wir auch intensiv trainieren unter guten Bedingungen, wo auch sehr wichtig sind und wollen wir auch gute Start wieder einlegen für die komplette Rückrunde. Ein guter Rückrundenstart ist durchaus wichtig. Zwar gehen die Zebras als Tabellenführer in die Rückrunde, doch die Verfolger sind dem MSV auf den Fersen.
egal ob du Gejagte bist oder Jäger bist, du hast auch immer Druck und das gehört zu unserem Job. Und ich denke auch, die Spieler, obwohl nicht so einfach ist, kommen klar mit diesem Druck und muss auch klar mit dem Druck kommen. Wir haben auch etwas vorgenommen, wir haben uns richtig gute Positionen erarbeitet in die Hinrunde und wir wollen auch in die Rückrunde erfolgreich das alles bestehen. Ernst wird es für den MSV dann ab dem 28. Januar. Mit einem Auswärtsspiel in Paderborn wollen die Duisburger einen weiteren Schritt Richtung sofortige Rückkehr in die zweite Liga machen. Zebravision wird Ihnen präsentiert von Schauinslandreisen. Ihr Duisburger Reisespezialist für weltweiten Traumurlaub seit beinahe 100 Jahren.